Geschätzte Milchproduzentinnen, geschätzte Milchproduzenten, sehr geehrte Delegierte der SNP. Ich begrüße Sie recht herzlich an der Informationsveranstaltung zu unserer Delegiertenversammlung der Schweizerischen Milchproduzenten SNP live hier aus der Bern Expo. In normalen Zeiten wären wir zwar auch hier, hätten aber bereits gemeinsam einen Kaffee getrunken und würden jetzt im großen Saal sitzen und unsere ordentliche Delegiertenversammlung abhalten. Das geht jetzt halt dieses Jahr wieder einmal nicht. Ich bin froh, dass heute die Internetverbindungen bis auf alle eure Höfe gebaut sind und hoffe, sie klappen auch. Wir wollen heute informieren, damit auch Sie Ihre Meinung zu den ordentlichen Geschäften bilden können und dadurch bereit seid, die Stimmzettel auszufüllen. Darüber hinaus wollen wir den Dialog pflegen und weitere aktuelle Informationen übermitteln. Ganz kurz zum Organisatorischen. Die Versammlung wird wie immer simultan übersetzt. Herzlichen Dank unseren zwei Frauen, die hier die Übersetzung vornehmen. Sie können bei Ihrem Fenster oben die gewünschte Sprache wählen. Wenn Sie beider Sprachen mächtig sind, dann können Sie natürlich immer die jeweils gesprochene Sprache wählen. Dann hören Sie den Sprecher in der Originalsprache. Fragen zu stellen ist auch möglich und auch sehr erwünscht. Sie können dies entweder in der Chatfunktion rechts im Bild eingeben oder wer etwas traditioneller unterwegs ist, uns ein SMS senden auf der eingegebenen Telefonnummer. Corona beherrscht momentan die Welt und hat auch bei uns den Milchmarkt total verdreht. Nachdem wir in der ersten Welle noch etwas skeptisch waren mit den Aussagen, wie sich der Markt wohl entwickeln werde, können wir jetzt deutlich Aussagen machen. Der Einbruch in der Gastronomie wurde mehr als kompensiert und die Absatzzahlen im Detailhandel sind in die Höhe geschnellt. Selbst in diesem Frühling konnte der Absatz von Milch und Milchprodukten weiter zulegen gegenüber dem Vorjahr. Und das war ja bereits hoch. Wir stellen fest, dass heute Milch und vor allem Milchfett gesuchte Güter sind. Das sind wohl positive Zeichen. Aber es ist natürlich klar, für den Produzenten ist die Situation erst dann gut, wenn die Wertschöpfung auch beim Milchpreis ankommt. Obwohl noch nicht am Ziel, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Die Produzentenpreise sind bei der Molkereimilch gegenüber dem letzten Jahr um durchschnittlich 2,11 Rappen, bei der Molkereimilch um 3,22 Rappen pro Kilogramm in der Käsereimilch erhöht worden. Das Starke daran ist, dass diese Produzentenorganisationen am Markt geholt werden konnten. Sowie die Molkereiprodukte als auch die Sortenkäse haben diese Situation genutzt, um ihre Preise im Laden zu erhöhen. Es ist ein eigentlicher Paradigmawechsel zu beobachten. Mit dem Produkt Milch, welcher eher knapp vorhanden ist, sind die Milchproduzenten in einer anderen Verhandlungsposition gegenüber ihren Milchkäufern gekommen. Wenn Milch etwas rar ist, dann kann und muss dies in der Preisverhandlung als Argument eingesetzt werden. Das wurde auch so gemacht und das ist auch gut so. Die Milchkäufer an der anderen Seite sind sich aber noch nicht gewohnt, dass Milch knapp ist. Wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel. Das zeigt sich auch in der folgenden Tatsache. Die große Nachfrage im Detailhandel hat auch zu Wachstum in anderen Kategorien geführt. Zum Beispiel haben importierte Billigkäse und Milch- und Fleischimitate bei uns sehr guten Absatz gefunden. Das führte dazu, dass große Milch- und Fleischverarbeiter gezwungen werden, ihr Portfolio anzupassen. Sie erweitern ihre Produktepalette. Ziel dabei ist es, die Flexitarier, das sind diejenigen, die wieder ausschließlich pflanzliche Produkte konsumieren, nicht als Kunden zu verlieren und ihre Anlagen auslassen zu können. Dieser Trend geht weiter und wird uns zwingen, uns immer wieder anzupassen. Eine andere Entwicklung, welche aber höchstens am Rande mit Corona zu tun hat, sind die Importe von Butter. Unser Ziel wäre es immer, die Butterversorgung sicherzustellen und die Chancen der aktuellen Marktlage zu nutzen. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass wir nicht grundsätzlich gegen Importe sind, aber wenn, dann nur unter drei Bedingungen. Zum einen darf nur so viel Butter wie aktuell effektiv nötig eingeführt werden und zwingend in mehreren kleinen Tranchen. Das zweite Ziel ist es immer,
Importbutter nur zuzustimmen, wenn auch eine Preiserhöhung durchgesetzt wird. Und zum Dritten wollen wir über unsere Schweizer Buttermarken vor einer Verwässerung durch Importbutter schützen. Der Schutz dieser Marken wurde aber in der ersten Corona-Welle nicht erreicht, weil einige Akteure schlicht ihr Wort nicht gehalten haben. Aber immerhin hat unser Druck und derjenige der Öffentlichkeit dazu geführt, dass die Verarbeiter es heute nicht mehr wagen, Importbutter in die Butter und Fluoralp zu mischen. Heute ist die Butterlagersituation eigentlich im Griff. Aber die Situation ist jetzt so, dass einzelne Verarbeiter nicht gut eingekauft haben und die Butterlager darum nicht gleichmäßig verteilt sind in der Schweiz. Vor diesem Hintergrund ist auch das jüngste Importgesuch zu verstehen. Aber für mich ist jetzt schon klar, wir haben ausschließlich Interesse an einer Gesamtsicht auf dem Schweizer Markt. In diesem Sinne ist ganz klar, dass wir uns geschlossen gegen das heutige Importgesuch zum aktuellen Zeitpunkt gestellt haben. Wir haben lieber etwas zu wenig als zu viel Butter auf dem Markt. Auch nichts mit Corona zu tun hat die Entwicklung in der Gesellschaft und der Politik. Die Erwartungen werden immer grüner und das beeinflusst die Milchproduktion natürlich stark. Aktuell sind wir stark engagiert mit der Umsetzung der Verordnungen, welche im Zusammenhang mit den parlamentarischen Initiativen und den darin enthaltenen Absenkpfaden bei Nährstoffverlusten und beim Pestizideinsatz entstanden sind. Ein heikler Weg, welchen wir aber nur so gehen müssen, dass die Nutztierhalter am Ende nicht zu den Verlierern gehören. In der ganzen Diskussion dürfen wir aber etwas nicht vergessen. Die Milchproduktion steht im Vergleich mit anderen Produktionsrichtungen gut da. Wer sonst kann sagen, dass 92% der Futterration aus der Schweiz stammt? Wer sonst kann sagen, dass er im Fleisch mit dem Ausland wesentlich weniger Kraftfutter einsatz? Und wer sonst kann sagen, dass dank ihm auch in der Region, wo nur Gras wächst, ein Beitrag an die Ernährungssicherheit der Schweiz geleistet werden kann und erst noch mit einer volkswirtschaftlich relevanten Wertschöpfung? Und wer sonst kann von sich sagen, dass er nicht nur CO2 produziert, sondern mit dem Kohlenstoffkreislauf auch Teil der Lösung ist? Das kann vor allem die Milchproduktion am besten. Darauf können wir stolz sein, aber wir müssen uns diese Vorzüge immer und immer wieder an die Diskussion einbringen. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir sachlich und faktenbasiert kommunizieren. In den Medien, aber genauso auch zu Hause auf unseren Höfen. Die Geschäftsstelle unterstützt Sie dabei gerne mit Informationsmaterial. Dann haben wir noch die Agrarinitiativen. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu diesen Initiativen sprechen. Wir sind jetzt voll im Schlusssport. Die SCP engagiert sich stark im Abstimmungskampf. Wir sind Mitglieder in der Allianz gegen die Initiativen und haben einen namhaften Beitrag an die Abstimmungsbudget des SPVs bezahlt. Zudem engagieren sich unsere Mitgliederorganisation entweder direkt selber oder in den kantonalen Bauernverbänden noch zusätzlich. Die Milch engagiert sich in diesem Abstimmungskampf überdurchschnittlich. Das Engagement über den SPV ist sinnvoller, als eine eigene Abstimmungskampagne zu fahren. Wir haben uns für diese viel, viel effizienteren Wege entschlossen und unterstützen die Bemühungen des SPVs. Eine eigene Kampagne wäre wesentlich teurer und würde wahnsinnig viel Koordinationsaufwand bedeuten. Mit allen anderen Akteuren, die auch in diesem Abstimmungskampf tätig sind. So erzielen wir mit unseren Mitteln wesentlich mehr Wirkung. Die Lebensmittelbranche war am Anfang eher wenig motiviert, sich zu engagieren. Dank SMP hat sich hinter den Kulissen stark engagiert, dass sich auch die Lebensmittelindustrie inklusive den größten Milchverarbeitern, die Biomilch, die Fomate und verschiedene Jahrprodukte offen positionieren und ihren Kunden zeigen, dass die Initiativen für die Schweizer Lebensmittelindustrie gefährlich sind. Sogar der Detailhandel hat sich in den Sonntagszeitungen sehr deutlich geäußert. Ja, jetzt haben wir da noch einen Zettel. Natürlich sind wir mit diesem Weg weniger sichtbar. Aber glauben Sie mir, diesmal zählt einzig und allein das Resultat zum Wohle der gesamten Landwirtschaft. Dafür setzen wir uns weiterhin konsequent ein. Darum, und das ist ganz wichtig, dass alle Hebel in Gang gesetzt werden, damit am 13. Juni alle uns nahestehenden Personen abstimmen gehen. Mobilisieren Sie bei der Familie, im Dorf, in der Schule und wo auch immer.
Es geht darum, dass wir am 19. Juni ein klares Resultat und eine Bekenntnis der schweizerischen Landwirtschaft erhalten. Vor diesem Hintergrund komme ich zum Schluss noch einmal auf die Pandemiesituation zurückkommen und großen Dank aussprechen. Trotz diesen unsäglichen Situationen mit dem Coronavirus konnten wir unseren Auftrag jederzeit erfüllen. Alle Gremien konnten sämtliche Sitzungen zu 100% abhalten, zum größten Teil halt elektronisch. Dazu braucht es die Flexibilität aller Vertreter der Mitgliederorganisationen und deren Bereitschaft, sich auch in digitalen Sitzungen jeweils aktiv in die Diskurse einzubringen. Ich danke allen dafür. Auch ein ganz großer Dank gilt der Geschäftsstelle in Bern. Sie hat sich immer proaktiv den Herausforderungen gestellt und alles daran gesetzt, dass nicht nur der Betrieb aufrechterhalten werden konnte, sondern dank der großen Flexibilität und Fachkompetenz die Situation sogar genutzt wurde, um neue Ideen und neue Formen der Interessenvertretung und der Absatzförderung umzusetzen, sei es im Marketing oder im Verband. Auch hier möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SMP, welche sich Tag für Tag mit viel Motivation für die Milch und für uns Milchproduzenten einsetzen. Ich danke ganz herzlich. Ich danke weiter allen Verantwortlichen der Mitgliederorganisationen, die mithelfen, den Dialog zu pflegen. Gerade in solchen Zeiten ist es noch wesentlich wichtiger. Ich habe ein gutes Gefühl. Wenn wir so gemeinsam weiterarbeiten, werden wir weiter erfolgreiche Schritte gehen können. Danke. Mit diesen Worten, sehr geehrte Damen und Herren, freut es mich, die heutige Informationsveranstaltung der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Milchproduzenten SMP zu eröffnen und heiße Sie ganz recht herzlich willkommen. So, wir kommen nun zu Traktandum 2. Sie haben gleich über zwei Protokolle zu befinden. Das erste ist das Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung 2020 vom 18.05.2020. Es war damals die erste DV, welche nicht physisch stattfinden konnte und wo ihr eure Stimme schriftlich abgegeben habt. Auch eine Premiere war die Videobotschaft von Christian Hofer, dem Direktor des BLWs. Wer sie noch nicht gesehen und gehört hat, findet das immer noch auf der Webseite. Das zweite Protokoll der außerordentlichen Delegiertenversammlung 2020. Diese fand am 26.11.20 statt. Hier ging es um die Aufnahme von Spiritus Vis in die AV-Kasse der SMP. Auch diese fand auf schriftlichem Weg statt. Die Protokolle sind beide sauber von Elisabeth Brancato und vom Notar abgefasst. Vielen Dank dafür. Lesen Sie die Protokolle und ich empfehle Ihnen die Abnahme beider Protokolle. Eventuelle Fragen und Anmerkungen können Sie im Chat stellen, bitte. So, und dann kommen wir zum Traktandum 3, dem Geschäftsbericht. Den haben wir Ihnen zugestellt und Sie haben ihn hoffentlich gelesen. Stefan Hagenbuch, unser Direktor, wird Ihnen kurz etwas sagen dazu. Vielen Dank, Stefan, für die Verfassung des Geschäftsberichts und allen Beteiligten, vor allem Heinz Minder, der diese Arbeit koordiniert hat. Stefan, bitte. Sehr verehrte Milchproduzentin, sehr geehrte Milchproduzenten, werte Delegierte, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Infoveranstaltung. Ich werde zu Punkt 2, 3 und 4 auf der ordentlichen Traktandenliste etwas sagen. Zuerst zum Geschäftsbericht, den haben Sie, wie der Präsident das gesagt hat, erhalten. Ich möchte einfach nur eines sagen. Sie haben gesehen, wir haben da ein neues Outfit reingebracht. Die Seitenzahl ist dieselbe. Es ist ein bisschen lockerer und auch mit Verweis auf die digitalen Elemente drin. Den Bericht brauchen Sie ja nicht zu genehmigen, der ist zur Information auch als Nachschlagewerk wohlverstanden. Wenn Sie Zahlen brauchen, ist er immer sehr nützlich, er ist auch digital erhältlich, wie ich gesagt habe. Und ich möchte eigentlich nur der Familie Tanner ganz herzlich danken, die eben auf dem Titelbild ihren Hofshop vermerken lassen hat, die Bilder, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Wir haben da auch gerade das aktuelle Corona-Thema zu unserem Frontbild gemacht, nämlich die Direktvermarktung, die auch immer wieder in den Fokus rückt in dieser Periode. Das wären schon alle meine Informationen zum Geschäftsbericht und ich würde, glaube ich, fließend übergehen zum Punkt 4, nämlich zu den Berichterstattungen der laufenden Geschäfte. Und jawohl, die Schaltung funktioniert.
Ich habe zu drei Punkten zu laufenden Geschäften hier unsere Hinweise und auch unsere Bemerkungen zu Geschäften, die nicht im Geschäftsbericht vermerkt sind, weil sie jetzt eben erst im Jahr 2021 stattfinden, nämlich zum Markt, zu politischen Sachen und noch zwei, drei Projekte. Das ist nur ein Auszug unserer Tätigkeiten in diesem Zeitrahmen, den wir uns gesetzt haben. Ich komme zuerst ein bisschen zum Markt und da das ordentliche Bild, das Sie sehen, wie die Milchentwicklung, wie die Milcheinlieferungen verlaufen, da sehen Sie, wir sind eigentlich knapp in der Milch, immer noch knapp. Der April, der wird auch noch knapp bleiben und der Rest, das wird dann die Zukunft zeigen. Insgesamt kann man sagen, auch die verzögerte Alpung, die jetzt einsetzt, wird zu einem knappen Angebot der Milch weiterführen. Da sind wir ein bisschen überzeugt. Und was vor allem, wie es der Präsident einleitend schon gesagt hat, das Milchfett ist gesucht. Eiweiß hat es eher genug, aber Milchfett ist gesucht und das macht den Marktpreis aus. Ich komme dann auch noch zum EU-Markt und dort werden Sie sehen, dass auch die ähnliche Situation in der EU auch Einzug gehalten hat. Hier noch ein Bild zum Biomarkt. Und Sie sehen, der Biomarkt hat schon eine gewisse Abweichung zum konventionellen Gesamtmarkt. Bio hat es mehr, weil jetzt eben auch viel Umstellungsmilch in den Markt kommt. Es muss bei der Biomilch auch Magermilch deklassiert werden. Aber das Fett lässt sich sehr gut verkaufen. Das kann man auch sagen. Das Fett ist gesucht, sei es im Biomarkt, sei es im konventionellen Markt. Was dahinter steckt, sind vor allem auch die Viehbestände. Und da stellen wir schon dieses Jahr ein gewisses Phänomen fest. Normalerweise haben die Viehbestände immer abgenommen. Jedes Jahr ein bisschen 1% weniger. Dieses Jahr ist es anders. Im 21 haben wir praktisch gleich viel Kühe wie im 20. Und das zeigt eben, dass grundsätzlich die Bestände auch verjüngt wurden. Das ist grundsätzlich positiv. Es hätte gewisses Potenzial, aber wahrscheinlich fehlt eben das Futter. Und auch die Preisanreize sind nicht dort, wo sie die Produzenten erwarten. Das einfach zur Situation auch bei dem Vieh, bei den Milchkühen. Wenn wir schauen, was mit der Milch gemacht wird, dann sehen wir da, dass die Tabelle der Käseproduktion, die Käseproduktion ist 3,8% über Vorjahr. Das heißt, der Käse, die Käseverarbeitung, die geht vorwärts. Man sieht das da auf der Tabelle, ich möchte nicht im Detail darauf eingehen. Käse-Lokomotive läuft im Prinzip aktuell sehr gut und das ist auch positiv so. Wenn man dann den Käseexport anschaut, und ich betone das deshalb, weil wir ja wissen, es geht über 40% der Milch in den Käsemarkt, dann ist eben auch wichtig, was läuft. Und hier sind wir auch ganz anständig unterwegs mit einem Wachstum in den ersten drei Monaten von 4,7%. Es gibt natürlich immer Positives und Negatives, das muss sich da nicht groß unterscheiden, aber im Grundsatz ist es positiv. Was aber dann das Negative ist im Käsemarkt, ist der ständige und unaufhaltsame Importdruck. Der tut uns schon etwas weh, oder? Der tut uns wirklich etwas weh. Wenn es positive Seiten gibt, gibt es diese negativen Seiten, wo ich sagen muss, da haben wir noch keine richtigen Antworten darauf, vor allem im Frischkäsebereich, im Weichkäsebereich. Dort haben wir einfach einen permanenten Importdruck und der tut uns weh. Wir können das eigentlich nur so hinnehmen und so kompensieren, weil eben die anderen Segmente im Hartkäsebereich und im Halbhartkäsebereich gut laufen. Das zum Käse insgesamt. Ich komme auch noch ein, zwei Worte zum Buttermarkt, weil ja der beherrscht manchmal die Diskussion. Ich gehe auch darauf ein, wie wir die Diskussion zu den Butterimporten geführt haben. Ich gehe nicht auf alle Zahlen ein, Sie haben ja dann die Slides für sich, wenn Sie die noch studieren wollen. Wichtig ist eines, wir haben eigentlich 1500 Tonnen noch zusätzliche Butter bewilligt Anfangsjahr, damit man diese Segmente bei den Grossverteilern durchgehend mit Importbutter beliefern kann. Dazu stehen wir und das war auch das Gegengeschäft, dass wir den Richtpreis auf 1.1. erhöhen konnten. Von diesen etwa 1300, 1500 Tonnen, je nachdem wie man sie anschaut, sind etwa 1000 bis jetzt importiert. Das sehen Sie auf der drittuntersten Zeile auf dieser Folie. Es hat also noch Import, es ist nicht alles importiert. Und dann möchte ich betonen, dass unsere Position auch zu den Butterimporten klar ist. Wir sind nicht gegen eine saubere Versorgung des Buttermarktes. Aber es darf nicht zu viel Butter aus dem Import auf den Inlandmarkt kommen. Und gewisse Voraussetzungen, wie es der Präsident gesagt hat, diese drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Und wir haben immer Importanfragen, immer mit Bedingungen gefüllt.
So auch die letzte, die an uns getragen wurde, diese 1000 Tonnen. Da war es einfach so, die Produzenten, und das betone ich hier, die Produzenten haben geschlossen Nein gesagt. Nicht, weil wir grundsätzlich dagegen sind, um den Markt zu versorgen, wenn es notwendig ist, sondern weil wir kein Entgegenkommen verspüren konnten. Das war unsere Position. Und wie gesagt, wir werden das wieder anschauen, wenn es wieder eine frische Beurteilung gibt. Wir müssen auch eines vor Augen halten, wenn wir jetzt den Markt beurteilen, dann müssen wir wissen, dass jetzt die Grenzen wieder aufgehen. Der Einkaufstourismus, der wird wieder hochgefahren, und das müssen wir bei der Marktbeurteilung gegenüber dem, was vor 3 Monaten aktuell waren, einbeziehen. Weil jetzt werden die Grenzen wieder geöffnet. Wir haben auch eine aktuelle Marktbeurteilung schon bekommen, wie es etwa sein wird Ende Mai. Und wenn man das so fortsetzt, dann wäre noch etwa ein Importbedarf bis Ende Jahr von etwa zusätzlich 500 Tonnen notwendig, wenn man davon ausgeht, dass die Lager Ende Jahr bei Null wären. Das ist nicht ganz sinnvoll. Also wir werden hier in der Diskussion bleiben und schauen, wie unsere Bedingungen, die wir auch bei der letzten Sitzung der BU Milch herausgeholt haben, wie die umgesetzt werden. Das wird unsere Linie sein, die wir da verfolgen. Das aktuelle Gesuch, das beim BLW eingereicht ist, ist meines Wissens noch nicht behandelt. Es steht noch in der Pipeline beim BLW. Es gab auch politische Reaktionen dazu. Einmal damit Sie unsere Position klar wissen. Und ich möchte noch einmal betonen, die Produzenten waren in dieser Frage bei den Butterimporten geschlossen aufgetreten. Alle 5 Vertreter in der Kommission haben unisono dieselbe Meinung vertreten und geschlossen abgestimmt. Und darum konnten wir auch etwas erreichen dann im Nachgang. Damit komme ich zum internationalen Aspekt. Sie sehen hier einen Blick auf die internationale Entwicklung, nämlich die großen Exportländer, wie sie da umgehen. Und Sie müssen eigentlich nur die letzte Säule anschauen und sehen, dass die Situation eben das orange Stückchen, das gegen unten zeigt, bei der letzten Kolonne, das ist die EU-Entwicklung. Heißt, auch die EU hat ein bisschen weniger Milch, und das hilft uns indirekt auch. Sie sehen darauf eigentlich ein Stimmungsbild auf dem internationalen Markt in der EU. Was für uns vor allem wichtig ist, in der EU haben auch die Preise angezogen, sei es bei Milchpulver. Ich gehe nicht auf die Details hier ein, aber Sie sehen hier, im 2021 haben wir seit Januar, März, April anziehende Milchpulverpreise. Das hilft uns. Analoges bei der Butter, die roten Linien, die ziehen auch an. März, April sind wir bei knapp 4 Euro in der EU, und das hilft uns auch. Das heißt, der Importdruck durch das Milchfett lässt ein bisschen nach, und das ist eigentlich gut für unsere Entwicklung. Wir sehen hier auch 2 Umfeldentwicklungen, die für uns positiv sind. Und das reflektiert sich auf dem EU-Milchpreis, nämlich der Spotpreis auf dem EU-Milchmarkt ist etwa bei knapp 40 Euro. Der Marktpreis ist tiefer. Und wenn Sie auf der rechten Seite schauen, wir hatten noch nie so einen großen Preisabstand Schweiz-EU wie heute. Und das würden wir sagen, das ist ein positives Zeichen für uns. Hat auch 2 Seiten, dass auch der Importdruck größer wird. Aber man sieht hier, dass der Preisabstand eben erkämpft werden musste. Und das sieht man dann auch auf den Inlandpreisen. Nämlich wenn man hier schaut, wie der Molkereimilchpreis ÖLN. Wir sind jetzt etwa 2 Rappen über dem Vorjahr. Wir sind wirklich besser unterwegs, und auch bei Bio ist die Situation etwas über dem Vorjahr, aber auf dem Niveau des 19. Das korrespondiert natürlich auch mit der Mengenentwicklung, weil es dort mehr Menge auf den Markt gekommen ist. Das nur ein kleines Abbild. Auch bei den Segmenten sieht man, der A-Milchanteil ist wieder gestiegen. Die Preise, die sind, wie sie sind beim A, etwas höher. Was etwas enttäuschend ist, ist der B-Preis. Der B-Preis entspricht natürlich nicht dem Richtpreis der BU-Milch, wie er heute ausgewiesen wird. Dort hat es Nachholbedarf beim B-Preis, das muss man ganz klar sagen. Ich komme damit auch noch zu einem aktuellen Hinweis, nämlich wir hatten ja letzte Woche Richtpreisverhandlungen für das dritte und dann am Schluss auch für das vierte Quartal 21. Und wir haben da beschlossen, dass der Richtpreis für das bis Ende Jahr bei 73 unverändert bleibt. Und Sie sehen auf der linken Seite diese rote Kurve ganz oben.
dass wir da dem Index genau folgen konnten. Wir konnten per 1.1. 2 Rappen erhöhen. Das war ein Kampf, ich muss Ihnen das sagen. Das nimmt man natürlich nicht so in der Zeitung wahr. Wir brauchten dazu 2 Sitzungen, dass das ging. Und es war aber auch so, dass die Marktentwicklung uns recht gegeben hat. Wir haben eine positive Preisentwicklung des Index vorausgesagt. Die ist dann zum Glück auch eingetroffen. Sonst hätten wir dann in der letzten Sitzung wahrscheinlich ein bisschen Pech gehabt. Was Sie auf der rechten Grafik, also auf der rechten Seite des Slides sehen, ist die neue Berechnungsart des B-Preises, die wir hier in der Tabelle Ihnen aufgeführt haben. Nämlich, wir haben jetzt bei 73 Rappen Milchpreis, bei 73 Rappen Richtpreis haben wir einen 2,4 Rappen höheren B-Preis als beim Status quo. Angenommen, der Richtpreis würde dann noch steigen, dann würde das noch einen größeren Abstand geben. Das heißt, wir haben beschlossen, dass ein minimaler Fettpreis von 10,02 in der Berechnung bestehen bleibt, wie es in den letzten 10 Jahren der Fall war. Aber wir haben auch beschlossen, dass wenn der Richtpreis faktisch größer als 69 ist, dann kommt in der B-Preisberechnung ein Zusatzfettwert hinein. Und das sehen Sie auf dieser Tabelle hier abgebildet. Es gibt also ein Minimum und es gibt ein Maximum. Und theoretisch, wenn der Richtpreis bis 77,5 steigen würde, gäbe das zusätzliche 4,8 Rappen. Dass Sie das einfach das Ganze sehen, wie es läuft. Und ich möchte auch noch etwas sagen zum grünen Teppich. Der wurde ja Mitte September 2019 eingeführt. Wir sind jetzt bei 11.500 Produzenten angemeldet. Es sind noch etwa 500 mehr als Anfangsjahr. Es gibt jetzt auch einen Zuwachs bei der Käsereimilch. Und Sie sehen auch bei den kritischen Programmen des Tierwohls, da hat sich etwas bewegt, wenn man die Zahlen vergleicht zwischen dem Jahr 2017 und dem Jahr 2008. So stellen wir doch fest, dass etwa 4-5% der Betriebe jetzt mehr diese Anforderungen erfüllen würden. Ich möchte noch etwas zum Käsereimilchgeschäft sagen. Im Corona-Jahr, und da haben Sie eine Übersicht auf dieser Tabelle, ist es uns gelungen, bei praktisch allen Käsesorten vom 20 bis im 21 irgendwo zu einem Zeitpunkt den Käsepreis und faktisch auch den Milchpreis zu erhöhen. Das ist auch zum Wohle der Käsereimilchproduzenten. Und die Käsereimilchproduzenten haben auch von einer zweifachen Fettpreiserhöhung, nämlich per 1.7.2000 und dann per 1.1.2001, im kleineren Ausmaß, aber sie haben auch profitieren können. Und das sieht man auch in den Käsereimilchpreisen. Die konnten auch gesteigert werden und das wird sich noch so fortsetzen, weil eben die Situation auch gut ist. Sie sehen auch, dass wir etwas gemacht haben, immer unterwegs sind bei den Richtpreisen der Tränker. Im Vorjahr mussten wir dort in der Corona-Situation Anfangsjahr noch eine Bässe bei den Kälberpreisen in Kauf nehmen. Inzwischen hat sich das gewandelt. Wir sind mit unserem Monitoring der Kälberpreise gut unterwegs und wir sind überzeugt, dass eben dieser Indikator, den wir da wöchentlich in der Telefonkonferenz erheben, einen wesentlichen Einfluss hat und einen positiven Einfluss hat auf diese Preisbildung dann auf dem Markt. Damit möchte ich da zum Markt abschließen. Ich sage noch ein paar Worte zur Politik. Wir haben uns engagiert, uns frühzeitig zu positionieren zum Agrarpaket. Da geht es um sehr wichtige Sachen, nämlich damit keine Senkung der Verkäsungszulage stattfindet. Das war sehr wichtig. Und auch, dass der Grenzschutz unverändert beibehalten wird, insbesondere beim Import der Butter. Eine wichtige Baustelle, da gehe ich nur kurz darauf ein. Wir wissen, die Freiwilligkeit der B-Milch ist eine Geschichte, die in der Politik Niederschlag gefunden hat. Und wir haben das in der BO-Milch diskutiert und das ist eine sehr anspruchsvolle Diskussion. Und wir haben uns auf ein Paket geeinigt, dass wir eben gesagt haben, wir ändern jetzt das Reglement, das eine bessere Transparenz gibt. Das ist der Punkt 1 bei der Segmentierung. Wir haben gleichzeitig in diesem Paket die Erhöhung des B-Richtpreises durch die Einpackung eines erhöhten Fettpreises hineingetan. Und wir wollen auch uns engagieren, wenn uns die Politik helfen will, was wir sehr befürworten, dass wir eben konkrete Ziele geben, was für uns wichtig ist. Sie haben die hier aufgeführt, nämlich es geht, dass wir die
Finanzen sicherstellen für die Verkäsungszulage, dass wir für die allgemeinen Zulagen auch die Erhöhung, die schon lange im Raum steht, sicherstellen können. Wir fordern auch, dass der Bund uns hilft bei der Transparenz und dann, dass auch der Grenzschutz, insbesondere beim Import, der mehrwertsteuerfreie Import, dass dort die Lücken geschlossen werden. Das sind nur ein bisschen die Forderungen und wir werden auch diese, also die nächste Session, die am Montag beginnt, werden wir auch mit den Parlamentariern Kontakt aufnehmen und sie darüber informieren, was eben die Position der Produzenten in diesem Geschäft ist, dass wir eben unter dem Strich die Freiwilligkeit der B-Milch nicht positiv beurteilen können, weil es faktisch einen Druck auf den A-Milchpreis ausüben wird. Und dieser Vorstoß ist sicher gut gemeint, sehr viel politischer Goodwill dahinten, aber der Markt wird uns da einholen und darum möchten wir lieber, dass uns die Politik bei anderen Massnahmen unterstützt, wo es unter dem Strich für uns effektiv den Milchproduzenten etwas bringt. Einfach das in Kürze zusammengefasst, das wird uns noch weiter beschäftigen. Sie sehen einfach eine wichtige Baustelle, die wir da haben. Dann alle, die im Agrargeschäft tätig sind in der Politik, die haben auch die Vernehmlassung erhalten am 28. April für die Umsetzungsmaßnahmen für sauberes Trinkwasser, also diese PALIF-Umsetzungsmaßnahmen. Wir sind hier mitten in der Vernehmlassung. Ich werde materiell nichts dazu sagen, weil wir eben andere Prioritäten haben. Zuerst muss jetzt die Abstimmung gewonnen werden und dann werden wir uns anschließend zu diesen Maßnahmen äußern. Aber das haben wir zuvorderst auf der Agenda. Nach dem 13. Juni werden wir uns dazu äußern. Und ich habe da nur ein paar Stichworte, dass Sie auch sehen, was für uns, um was es da geht. Es geht um die neuen Produktionssystembeiträge. Ich gehe nicht auf alle Einzelheiten ein, aber es hat da schon markante Sachen, die natürlich in diesen Verordnungsänderungen zur Diskussion stehen, über die wir uns dann genau unterhalten müssen. Und es geht auch darum, dass wir eben die Auswirkungen auf die Produktion genau analysieren müssen. Wenn der Präsident anfänglich etwas zur Abstimmung gesagt hat und auch unsere Position noch einmal unterstrichen hat für den 13.06., dann müssen wir uns schon bewusst sein, unabhängig davon, wie das Abstimmungsresultat auch rauskommen wird. Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung, weil die nächsten Abstimmungen, die sind schon vorprogrammiert. Massentierhaltungsinitiative wurde die Botschaft schon präsentiert vor einigen Tagen. Da geht es für uns auch wieder um wesentliche Sachen, wo wir uns positionieren müssen, positionieren wollen, die Interessen der Milchproduzenten vertreten wollen. Und das haben wir auch auf dem Radar. Und wir arbeiten auch in diese Richtung, dass wir eben uns da gute Voraussetzungen schaffen wollen. Ein Beispiel dazu ist eben, dass wir auch jetzt auf die verantwortungsvollen Futtermittelimporte Einfluss genommen haben, dass wir dort eben ein positives Signal auch senden, dass wir eben nicht nur top sind, sondern auch noch besser werden können. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und damit wäre ich eigentlich am Schluss meiner etwas komprimierten Ausführungen. Danke vielmals. Gut, vielen Dank unserem Direktor Stefan Hagenbuch. Ebenfalls einen großen Dank an die Geschäftsstelle, die ja mit ihm zusammen all diese Themen vorbereitet und auch zu Papier bringt, die ja dann schlussendlich im Vorstand entsprechend abgesegnet und beschlossen werden. Wir sind somit bei Traktandum 5, das sind die Abnahme der Jahresrechnungen. Und hier gebe ich Ihnen gerne das Wort an Stefan Schneider zur Ergänzung und zur Erklärung zu diesen Ihnen vorliegenden Jahresrechnungen. Stefan Schneider, du hast das Wort, bitte. Geschätzte Delegierte, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben mit der Einladung zur Delegiertenversammlung die als Beilage 5 die Jahresrechnungen sowie die Berichte der Revisionsstelle erhalten. Die Berichte der Revisionsstellen, die Berichte der Revisionsstelle wurden im Normalwortlaut erstellt. Das heißt, die Revisionsstelle empfiehlt die Jahresrechnungen ohne Einschränkung und ohne Vorbehalt zur Genehmigung. Ich möchte nun die 4 Jahresrechnungen kurz erläutern und beginne gerne mit der Teilrechnung Verband. Ertragsseitig stiegen die Nettoerträge gegenüber dem Vorjahr 2019 um rund 165.000 Schweizer Franken.
Es sind vor allem drei Gründe dafür. Einerseits sind die Produzentenerträge leicht um 0,2% gegenüber 2019 gestiegen. Zweitens erzielten wir höhere Erträge aus treuhänderischen Dienstleistungen, die wir gegenüber internen und externen Kunden erbringen. Und drittens hatten wir aber auch coronabedingt tiefere Erträge in einigen Bereichen. Kostenseitig im Verband konnten wir die tieferen Erträge aber mit tieferen Kosten kompensieren. Ein wesentlicher Grund dafür ist unsere anpassungsfähige Organisationsstruktur, die wir bei der SMP haben. Ich möchte ein Beispiel anfügen von unserem Sprachdienst Trade Union. Wir arbeiten da mit einer Kernbelegschaft und arbeiten mit Freelancern zusammen. Im 2020 gingen die Erträge zurück und das konnten wir eigentlich auffangen damit, dass wir auch weniger Freelancer-Aufträge ausgelöst haben. Somit konnten tiefere Erträge mit tieferen Kosten kompensiert werden. Auf Stufe betriebliches Ergebnis EBIT erzielten wir einen Verlust im 2020 von rund 1,6 Millionen Schweizer Franken. Dieser Betrag ist hoch, ist aber eigentlich jedes Jahr bewegt er sich zwischen ca. 1,2 bis 2 Millionen Schweizer Franken. Dieser Betrag bedeutet, dass wir im Verband eigentlich mit Wertschriftenerträgen und Liegenschaftserträgen, also mit Vermögen, das wir haben bei der SMP oder mit unserer Substanz, die Verbandstätigkeit mitfinanzieren. Also dieser Betrag von 1,6 Millionen ist ein üblicher Betrag, den wir erzielt haben im 2020. Auf Stufe Jahresgewinn haben wir einen Ertrag erzielt von 387.000 Franken, etwas höher als im 2019. Die Gründe eben die Erträge, die etwas höher waren als 2019, die Wertschriftenerträge waren höher als erwartet. Wir gingen wegen Corona von tieferen Wertschriftenerträgen aus. Das Jahr war dann aber ein sehr gutes Jahr an den Finanzmärkten. Und das konsequente Kostenmanagement, wie schon angetönt, führte zu diesem sehr guten Jahresgewinn von knapp 400.000 Schweizer Franken. Ich möchte weiterfahren mit der Teilrechnung des Marketings. Hier sieht man, dass Corona einen großen Einfluss hatte. Durch den Wegfall der Events war auch die Ertragssituation viel tiefer, rund 1,5 Millionen weniger als budgetiert sind Erträge eingegangen. Auch hier war die Bewirtschaftung der Ausgabenseite das wesentliche Element, dass wir tiefere Erträge mit tieferen Kosten auffangen konnten. Hier ist zu sagen, dass wir auch von einem guten Instrument der Kurzarbeit profitieren konnten, indem vor allem im Bereich Marketing, Logistik teilweise Kurzarbeit beantragt werden durfte. Trotzdem wir die Ausgabenseite gut im Griff hatten im Marketing, entstand im 2020 ein Jahresverlust von rund 160.000 Schweizer Franken. Ziel ist immer im Marketing, dass wir eine schwarze Null schreiben, dass Kostenerträge aufgehen. Dieser Verlust von 160.000 Schweizer Franken ist eigentlich auf eine Schlussabrechnung eines Beitrages an eine dritte Organisation, welche noch aus dem Vorjahr 2019 besteht, zurückzuführen ist. Ich komme zur dritten Rechnung, zum Milchstützungsfonds. Dieser sieht aus wie jedes Jahr und auch das Ergebnis ist identisch wie im Vorjahr. Das Projekt Alpkäse, welches über den Milchstützungsfonds abgewickelt wird, ist in sich erfolgsneutral. Das heißt, die Marketingausgaben werden
durch den Marketingfonds finanziert. Deswegen ist das Betriebsergebnis, diese rund 500.000 Schweizer Franken Ausgaben werden mit 500.000 mit demselben Betrag Einnahmen, welche vom Marketingfonds stammt, ausgeglichen. Somit haben wir wie jedes Jahr einen Jahresverlust von knapp 50.000 Franken, welcher auf eine Steuerrechnung zurückzuführen ist, sowie auf die Ausgaben, welche wir für den Betrieb des Milchstützungsfonds aufwenden müssen, treuhänderische Dienstleistungen wie Buchhaltung etc. Ich komme bereits zur konsolidierten Rechnung, also der Zusammenzug von Verbandsrechnung plus Marketingfonds plus Milchstützungsfonds, die konsolidierte Rechnung. Wie schon mehrmals gesagt, tiefere Erträge wurden mit einem guten Kostenmanagement aufgefangen. Wir haben einen betrieblichen Gewinn von knapp minus 300.000 Franken, welchen wir ausweisen, bevor wir Zinsen, Steuern oder Abschreibungen gebucht haben. Bedeutet, dass wir auf Stufe Jahresgewinn, das ist eigentlich so, wie wir das uns vorgestellt haben, wie es geplant war, dass wir auf Stufe Jahresgewinn praktisch ein identisches Ergebnis mit dem Vorjahr ausweisen können, mit einem Jahresgewinn von konsolidiert von 178.274 Schweizer Franken. Erwähnen möchte ich hier noch, dass dieser Gewinn zu keiner Steuerschuld führen wird, da wir diesen Gewinn aus dem 2020 mit Verlusten aus vergangenen Jahren verrechnen können gegenüber der Steuerbehörde. Das wäre es bereits von meiner Seite. Herzlichen Dank. Gut, vielen Dank, Stefan Schneider, für diese Präsentation der Jahresrechnung. Vielen Dank auch für das gute Resultat, das hier die SDP erwirtschaftet hat. Das hat natürlich auch viel mit der Rechnungsführung zu tun, aber auch mit der Führung des Verbandes an und für sich. Und wenn Sie so Zahlen hören, wie wir haben weniger eingenommen, weil wir weniger Erträge haben in Events, dann ist das effektiv so. Wir sind ja positiv unterwegs, wenn wir Events mitorganisieren und dort Werbung machen, dann verdienen wir nachher auch Geld. Und wenn dann unten so lapidar steht, das ist auch richtig so, wir haben das Kostenmanagement im Griff, dann heißt natürlich das 1:1 umgesetzt, wir konnten weniger Gelegenheitsarbeiter oder Teilzeitmitarbeiter anstellen und somit haben wir Lohnkosten gespart. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Die Rechnung ist zwar in Ordnung, aber viele unserer Teilzeitangestellten mussten auch auf einen Lohneinbußen hinnehmen, weil sie schlicht und weg nicht gebraucht wurden. Das ist wirklich auch, denn als SNP, als Arbeitnehmer, ist das immer eine große Herausforderung. Das sind meine Bemerkungen zu diesen Zahlen und ich bitte Sie, dann entsprechend abzustimmen und empfehle Ihnen auch, die Organe zu entlasten. Die Rechnung ist gut geführt, was auch die Revision bestätigt hat. Somit leite ich über zu Traktandum 5, den Finanzierungsbeschlüssen. Wir senden Ihnen respektive Ihre Milchkäufer auch jährlich und monatlich entsprechende Einzahlungsscheine oder zieht Ihnen den Betrag am Milchgeld ab. Und für was diese Beträge verwendet werden, geben jetzt Ihnen die drei Personen Auskunft. Zuerst Stefan Hagenbuch, dann Stefan Arnold und nachher noch Martin Spahr. Stefan Hagenbuch, bitte. Also, rebonjour, würde ich sagen. Ich komme noch einmal und werde etwas zur Finanzierung sagen. Ich gebe Ihnen zuerst einen Überblick. Und Sie haben auch aus dem Rechnungsabschluss und aus den Kommentaren entnommen, also wenn die Rechnung auch gut ist, wir hatten letztes Jahr auch unangenehme Entscheide zu fällen. Ich komme jetzt zu den Finanzierungsbeschlüssen, über die Sie zu befinden haben. Ich gebe Ihnen eine Übersicht in dieser Tabelle hier. Erstens einmal möchte ich festhalten bei den Finanzierungsbeschlüssen, ab 1. Mai 2021, also rückwirkend beschlossen bis zum 30. April 2022, da gibt es keine Veränderungen. Es bleibt alles beim Alten, was Ihnen der Vorstand beantragt, nämlich die 0,17. Und da möchte ich doch einmal, noch einmal betonen, die sind unverändert. Und das war eine Senkung ab 1.5.17. Dort haben wir diese Beiträge faktisch um 10% gesenkt. Ich kenne keine andere Organisation der Interessenvertretung,
die ihre Beiträge in den letzten Jahren gesenkt hat, außer S&P. Dann auf dem unteren Teil der Tabelle sehen Sie dann die Marketingbeiträge, insgesamt die 0,725, auch unverändert. Und dann wird dann noch die Frage der Allgemeinverbindlichkeit auf das Traktandum kommen. Das ist logischerweise nicht für die Interessenvertretung, nur für das Marketing. Das zum Überblick. Jetzt gehe ich noch in der Interessenvertretung. Was wir mit der Interessenvertretung grundsätzlich machen, habe ich auch zum Teil versucht, Ihnen auszuführen, wenn es um die laufenden Geschäfte geht. Das ist die Interessenvertretung. Wichtig ist aber auch noch etwas anderes, das Sie auf dieser Tabelle sehen. Das ist eine Tabelle, die wir Ihnen zeigen, sehr geehrte Delegierte. Nämlich, wir nehmen die 0,17 ein für die Interessenvertretung. Von diesen 0,17 geben wir rund etwa 40% gemäß Budget 21 direkt weiter. Das heißt, wir brauchen von diesen 0,17 etwa 60% für die eigene Tätigkeit, 40% zur Finanzierung oder Mitfinanzierung von anderen Organisationen. Und für uns ist es sehr zentral, dass Sie Transparenz haben, was mit diesem Geld gemacht wird. Ich bekomme ja viele Telefone, immer mit derselben Frage, ja, was macht ihr mit diesem Geld? Ich finde diese Frage auch sehr legitim, also diese Fragen auch sehr legitim. Und darum möchten wir Ihnen auch eins zu eins Transparenz geben. Sie dürfen diese Tabelle auch weiterverwenden, weil das ist öffentliches Gut. Wir stehen zu dem, was wir mit dem Geld machen. Wir sind absolut transparent. Die größten Posten, Sie sehen das, das sind einerseits im oberen Bereich der Tabelle Organisationsbeiträge, hier aufgrund der Größe aufgelistet. Logischerweise sind wir Mitglied beim Schweizer Bauernverband und zahlen dort einen ordentlichen Beitrag bis zu kleineren Organisationen und dazwischen finden Sie alles. Und dann haben wir natürlich verschiedene Projekte, die sind nicht jedes Jahr gleich, die wechseln ab. Aber Sie sehen daraus, dass zum Beispiel der grüne Teppich, den haben wir insgesamt mit 300'000 Franken budgetiert. Also der grüne Teppich, die Umsetzung, das zahlt S&P im Hintergrund. Und das haben wir 300'000 Franken investiert oder investieren das. Wenn da drei Rappen Milchpreis zurückkommen, das faktisch 100 Millionen darstellt, dann ist das eine gute Investition, da sind wir überzeugt. Und dann sehen Sie auch andere, kleinere Projekte, auf die ich nicht eingehen wollen. Insgesamt macht dieser Kuchen, den wir da verteilen, etwa 2,3 Millionen aus. Das sehen Sie, das sind diese 40%. Und ich gehe noch schnell durch, dass Sie auch sehen, wie dann die Formulierung lautet, über die Sie ja abzustimmen haben. Alles unverändert gegenüber dem Vorjahr. Und dasselbe auch Interessenvertretung, Marketing. Und das haben Sie auch in Ihren Unterlagen. Und damit habe ich, glaube ich, meine Ausführungen zum Grundsätzlichen beendet. Und es geht jetzt, glaube ich, weiter, nämlich mit den Detailausführungen zum Marketing. Gut, vielen Dank, Stefan Hagenbuch, für diese Erläuterungen. Und wir laden recht herzlich Stefan Arnold ein, unser Marketingleiter, um über sein Programm und seine Arbeit zu berichten. Sie wissen ja, dass ein großer Teil unserer Geschäftsstelle im Marketing angestellt ist und dort arbeitet. Marketing ist unsere Basis, was wir vorne nicht bewerben. Was der Konsument und die Konsumentin nicht kennt, das kann er nicht kaufen. Und was wir nicht verkaufen, können wir nicht produzieren. Also zuerst muss die Ware verkauft werden, dann können wir produzieren. Somit ist das eminent wichtig und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Aber dass Sie das auch verstehen, was hier getan wird, Stefan Arnold, eine kurze Erläuterung über das Marketing. Und zum Schluss, Sie sehen, wir haben etwas an Inflation an Stefans, aber das ist so gegeben. Und darum als dritter und für heute letzter Stefan Arnold, bitte. Ja, geschätzte Milchproduzentinnen, geschätzte Milchproduzenten, geschätzte Damen und Herren. Das Jahr 2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Für Sie, für uns alle. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten einige Punkte zeigen zu eben diesem Milchkonsum im Corona-Jahr, zu den Entwicklungen in den letzten Jahren, aber auch der Entwicklung der pflanzlichen Produkte, zu Ernährungsformen und einigen Themen dazu, aber auch zu unserer Kommunikation mit Fokus Nachhaltigkeit, dem Klimathema und Klimaentwicklung und Aktivitäten vor allem für die Jugendlichen. Der Präsident hat es bereits angesprochen.
2020 war ein Rekordjahr für den Konsum, gerade eben auch für den Privatkonsum von Schweizer Milch und Milchprodukten. Ja, natürlich, der Corona-Effekt, die geschlossenen Landesgrenzen, die geschlossenen Restaurants haben hier viel dazu beigetragen. Aber, und zum Glück ist es gut, dass Milch und Milchprodukte gefragt sind, gefragt waren, und zwar hier wirklich im Alltag, beim Kochen, beim Backen, zum Morgenessen, zum Nacht. Milch und Milchprodukte haben in 2020 definitiv auf den Schweizer Küchentisch gehört. Und die Zahlen kennen Sie bereits und haben Sie oft auch gehört. Es sind Rekordkonsumentwicklungen bei Butter plus 15%, bei Käse plus 14%, aber auch zum Beispiel bei Rahm plus 13%. Und das heißt ja, in allen Milchsegmenten hat der Konsum 2020 deutlich zugenommen. Und gleichzeitig, das müssen wir natürlich auch sagen, hat auch der Konsum von pflanzlichen Produkten deutlich zugenommen. Und auch das in 2020 doch sehr klar feststellbar. Wenn wir uns jetzt aber noch einmal einen weiteren Blick einnehmen, die letzten 20 Jahre anschauen, dann dürfen wir nach wie vor festhalten, dass die Entwicklung des Konsums pro Kopf in der Schweiz von Milch und Milchprodukten nach wie vor auf Rekordniveau ist. Wir sehen hier die Entwicklung von 2002 bis 2020. Und Sie sehen in der Mitte 2009 bis 2012 auch rund 365 bis 370 Kilogramm. Und auch jetzt mit 2020 haben wir wieder eine Höhe von 366 Kilogramm pro Kopf pro Schweizer Konsument erreicht. Milch und Milchprodukte sind nach wie vor gefragt. Das ist eine gute Neuigkeit. Wir kommen zu den pflanzlichen Produkten und zum Konsum, den ich auch bereits hier angesprochen habe. Ja, auch dieser Konsum nimmt zu. Und ja, die Produkte, die Sie inzwischen in den Läden finden, die haben tatsächlich sich enorm und stark entwickelt. Ein Beispiel: Oatly, Produkte, die gerade mal gute 3 Monate im Schweizer Markt sind, jetzt aber bereits schon bei Migros und bei Coop, Haferdrinks, Produkte. Die Entwicklung hier ist wirklich sehr, sehr stark, wie die präsent sind, wie die in den Läden präsent sind. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch hier verstärkt Werbung gemacht wird. Wenn wir bei den veganen, wenn wir bei vegetarischen Produkten sind, dann sind wir sofort auch bei den Ernährungsformen. Und hier heute möchte ich diese Gelegenheit auch noch mal nutzen, Ihnen diesen kurzen, vereinfachten Einblick zu geben. Wenn wir schwarz-weiß reden wollen, dann haben wir die Allesesser, die Allesfresser, die zum Glück eben viel Fleisch, viel Milch und Milchprodukte konsumieren. Wir haben aber auf der anderen Seite die Veganer, und hier sprechen wir von rund 1% der Schweizer Bevölkerung, die weder Fleisch noch Milch und Milchprodukte, eben überhaupt keine tierischen Produkte konsumiert. Für uns wichtig sind aber die Flexitarier, selbstverständlich die Allesesser, und die Vegetarier, denn die konsumieren nach wie vor Schweizer Milch und Milchprodukte. Die wollen wir pflegen. Hier kommunizieren wir, hier bewerben wir sehr aktiv auch mit den Schweizer Milch- und Milchrezepten auf swissmilk.ch, um diese Zielgruppe möglichst stark auch abzufangen. Und kommen wir nun zu unserer Kommunikation und auch unserem Fokus für die nächsten Jahre. Es bleibt wichtig, das Thema Gesundheit. Schweizer Milch und Milchprodukte gehören zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung dazu. Aber eben der Genuss darf auch nicht fehlen. Auch das ist zentral. Mit swissmilk.ch haben wir über 8500 Rezepte, wo wir tagtäglich die Konsumenten zum selber Kochen begeistern. Neu und noch verstärkt das Thema Nachhaltigkeit und hier eben der klare Fokus darauf, dass man mit Schweizer Milch und Milchprodukten sich bewusst auch nachhaltig ernähren kann. Hier verstärken wir die Themen. Futter, Tierwohl bleibt zentral, aber neu Klima, der Klimakreislauf, die Stoffkreisläufe, aber auch das Thema der Sauerstoff dank Grünland und den Wäldern mit Themen, die wir noch verstärkt in unsere Kommunikation mitnehmen werden in den nächsten Jahren gemäß der Strategie.
Und hier sind wir also mittendrin. Nachhaltigkeit, Klima, Kreislauf und die Kuh, alle sprechen darüber. Und zwar weltweit ein Thema, was sehr, sehr stark sich entwickelt hat. Und hier werden wir insbesondere einen Fokus darauf legen in den nächsten Monaten und Jahren, um hier entsprechend die Konsumenten mit den Fakten über die Schweizer Milchproduktion zu informieren. Die Nachhaltigkeit, ja, es bleibt. Die Ressourcen wie das Wasser, das Futtermittel, das Tierwohl, das sind und bleiben zentrale Themen. Aber, wie eben gesagt, das Klima für uns ein verstärkter Fokus und wir sind damit auch bereits gestartet in der Kommunikation. Das heißt, bereits für 2021, dieses Jahr, Fokus Nachhaltigkeit mit Kernthemen rund um das Klima und den Klimakreislauf. Und auch hier nutzen wir weiterhin natürlich die Marke Swissmilk Green, mit der wir den Konsumenten diese Nachhaltigkeit auch näher bringen. Einen ersten Start mit dem Klimakreislauf haben wir bereits im April gewagt, und zwar über die nationale Presse am Wochenende, NZZ am Sonntag, die Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche mit einer Erklärung, ausführlichen Fakten rund um den Klimakreislauf und die Schweizer Milchproduktion. Es werden gerade auch für die jüngeren Zielgruppen Erklärungsvideos folgen, einfachere, kürzere Faktenvermittlung folgen. Hier nutzen wir zum Beispiel YouTube in Zukunft, um hier dann auch die Konsumenten und die Jüngeren rund um die Nachhaltigkeit zu informieren. Wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir über das Klima sprechen, dann können wir feststellen, dass hier wirklich einiges passiert ist. Der erste Detailhändler, und das ist Migro, hat bereits Produkte eingeführt, auf denen Sie die Klimabewertung oder Ihre Klimabewertung der Produkte finden, und zwar über den M-Check. Das heißt, ich habe Ihnen hier ein Beispiel, Milch auf dem Prüfstand, ein Bio-Milch-UHT-Drink, der gemäß Migro bei Tierwohl mit 4 Sternen abschneidet und auch bei Klima mit 4 Sternen abschneidet. Und Migro will diese Bewertung ausrollen, massiv ausrollen. Und ihre Vision ist, dass sie alle Eigenartikel, wir sprechen hier von rund 70.000, in Zukunft mit diesen Bewertungen auch kennzeichnen. Dann gibt es aber auch noch Nutri-Score, Eco-Score und weitere. Wir müssen also hier davon ausgehen, dass es auch auf den Produkten im Schweizer Markt direkt im Laden wieder einige Labels zusätzlich noch geben will, die dem Konsumenten eine Guidance geben soll. Kommen wir zur Entwicklung des Mediakonsums im Corona-Jahr. Und auch hier dürfen wir feststellen, dass es nochmal eine unglaubliche Bewegung, eine explosionsartige Bewegung in diesem Konsum gab. Denn Sie sehen es hier mit dem Corona-Jahr, hat der Konsum des Internets und die Internet-User noch mal massiv zugenommen und gerade auch der Social-Media-Konsum in der Schweiz noch mal einen deutlichen Schritt gemacht. Und damit sind wir auch beim Thema, wo wir aktiv sind, wo wir stark kommunikativ unterwegs sind. Und hier ist ganz klar, dass die Social Media, dass der Social-Media-Bereich für uns absolut zentral ist. Wir sind aktiv nach wie vor. Bei Facebook, wir haben dort rund 70.000 Fans, das ist sehr erfreulich, aber eben auch bei Instagram mit über 50.000 Fans und bei Twitter über den Verband mit rund 5.000 Followern eine starke und wichtige Entwicklung. Wir gehen aber bereits einen Schritt weiter, das müssen wir auch, die Konsumenten gehen weiter und sind entsprechend insbesondere bei den Jüngeren stärker aktiv auf YouTube, das entwickeln wir weiter, aber auch bei Snapchat. Klar, die Plattform für die ganz Jungen und bei Pinterest hier ein stärkeres Frauen- und Rezeptthema, wo wir in den nächsten Monaten und Jahren auch noch mehr investieren wollen. Wenn wir über 2020 sprechen, über das Corona-Jahr, dann muss ich auch und darf ich auch noch einmal natürlich das wichtige Thema Events ansprechen. Weiterhin für uns wichtig, wir wollen zu den jungen Konsumenten, wir wollen zu den Familien und wir wollen das Thema des Genusses direkt auch in diesen Bereichen nutzen und haben es auch geschafft in 2020 mit verschiedenen Aktivitäten, unter anderem den Wochen der Schweizer Milch,
aktiv zu sein und trotzdem eben die Konsumenten auch mit feinsten Schweizer Milch und Milchprodukten zu erreichen. Wir haben dort insgesamt 200.000 Produkte gesampelt. Und hier sehen Sie einige Bilder, wie das in den Einkaufszentren auch stattgefunden hat. Zum Abschluss wichtig, einige Informationen auch zu den Dienstleistungen, die Ihnen, geschätzte Milchproduzentinnen, Milchproduzenten, jederzeit zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen Anlass auf dem Hof haben, wenn Sie Milch und Milchprodukte samplen, bitte nutzen Sie unsere Dienstleistungen, die sind für Sie da. Sie finden den Dienstleistungskatalog direkt auf der Internetseite. Wir haben aber dieses Jahr zusätzlich auch die Aktivitäten für den Direktverkauf gestärkt. Unter anderem über die Suchplattform von Milchpur, wo wir bereits über 400 Hofläden aktiv haben. Um das zusätzlich zu unterstützen, ebenfalls attraktive Angebote rund um Hofchalets, rund um Milchautomaten, die Sie zu Sonderkonditionen bei uns beziehen können. Und als letztes, aber nicht minder wichtig, das Thema Social Media. Auch hier eine Beratung und Beratungsmöglichkeit für Sie, wenn Sie aktiv werden wollen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir haben Tipps und Tricks, um Sie auch in den sozialen Medien zu unterstützen. Ein volles Paket. Es bleibt herausfordernd, aber wir dürfen festhalten, Schweizer Milch und Milchprodukte sind gefragt und wir werden alles daran setzen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Herzlichen Dank. Gut, vielen Dank, Stefan Arnold, für diese Erläuterungen. Sehr, sehr geehrte Delegierte, Marketing ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für die ganze Milchwirtschaft. Wir müssen an die jungen Leute, darum auch vielfach der Ausdruck von Stefan Arnold, wir wollen zu den Jungen, wir müssen zu den jungen Leuten, wir müssen in die Stadt. Und gerade jetzt im Abstimmungskampf stellen wir fest, wie schlecht diese Leute überhaupt informiert sind, wie man Milch produziert, wie unsere Kühe leben und was sie fressen. Daher ist ein großer Aufklärungsbedarf nötig und das müssen wir teilweise über Marketing machen. Die jungen Leute müssen Milch lieben, sie müssen Milchprodukte gern haben und sie müssen sie auf jeden Fall besser finden als all die jetzt sogenannten trendigen Modeprodukte aus pflanzlichen Nährstoffen. Mit diesem recht herzlichen Dank nochmal Stefan Arnold und Ihnen eine herzliche Empfehlung, diese Beiträge auch zu genehmigen. Jetzt kommen wir zum Punkt 2 beim Marketing. Das wäre der Vertreter der SCM, Martin Spahr. Er macht dieselbe Arbeit wie Stefan Arnold bei SCM. Und vielleicht zur Erinnerung, die SMP ist mit Swissmilk in der Schweiz tätig. Wir bewerben in der Schweiz. Wir bewerben Schweizer Milch und Milchprodukte mit Ausnahme des Käses. Und Martin Spahr ist der verantwortlich für das Marketing von Swiss Cheese Marketing, die einen Haufen Auslandniederlassungen hat. Und dort ist da vor allem der Export angesiedelt. Und ohne Käseexport würde unsere Milchwirtschaft recht leiden. Und darum ist auch diese Abteilung sehr wichtig und wir sind froh, dass wir mit Martin Spahr hier und der SCM einen guten Partner haben und ich gebe gerne hier das Wort, Martin, zur Erläuterung deiner Tätigkeiten. Bitte. Merci, Herr Präsident, werte Delegierte, meine Damen und Herren, grüße ich miteinander. Vielen Dank, dass Sie mir, auch wenn ich nicht Stefan heiße, dass Sie SCM hier und heute die Gelegenheit bieten, kurz ein paar Worte an Sie zu wenden zur aktuellen Lage auf dem Käsemarkt sowie zu unseren Aktivitäten für Schweizer Käse im Inland und im Ausland. Es sind wahrlich spezielle Zeiten, auch für die Schweizer Käsebranche. Wir waren und wir sind weltweit in sämtlichen Märkten sehr gefordert. Gefragt sind Flexibilität und Kreativität in der Planung, sowie Dynamik und Pragmatismus in der Umsetzung. Was heute gilt, ist morgen bereits wieder anders. Doch, und da bin ich beim Titel meines kurzen Referats, Schweizer Käse kann im Inland und im Ausland auf eine treue Kundschaft zählen. Und das ist gut so. Fangen wir mit dem Inland an. Hier sticht als erstes die starke mengenmäßige Zunahme der Käseimporte von +11,8% im Jahr 2020 verglichen mit dem Vorjahr ins Auge. Stefan Hagenbuch hat es auch schon angetönt, das sind wahrlich keine Good News.
Spannend verhält es sich mit der Preisentwicklung bei den Importen. Der durchschnittliche Importpreis, der sank nämlich von 6,78 Franken je Kilogramm im Jahr 2019 auf 6,31 Franken pro Kilogramm im Jahr 2020. Unter den importierten Käsen befinden sich also viele Billigprodukte, noch mehr Billigprodukte, welche unter anderem in den Einkaufskörben preissensibler Konsumenten gelandet sind. Diese Konsumenten haben den günstigen Käse vor der Corona-Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit im grenznahen Ausland eingekauft. Durch die Corona-bedingten Grenzschließungen wurde der Einkaufstourismus im Jahr 2020 dann quasi ins Inland verlagert. Das heißt, die zusätzlich importierten Billigprodukte wurden neu offiziell statistisch erfasst. Das Angebot an günstigen Importprodukten in der Schweiz hat sich 2020 stark verändert. Das heißt, die preissensiblen Konsumenten finden die vorher im Ausland gekauften Käse neu auch in den Regalen des Schweizer Detailhandels. Dies erklärt zumindest teilweise den überdurchschnittlich starken mengenmäßigen Anstieg der Importe. Die Situation ist auch im 2021 unverändert schwierig und volatil. Ebenfalls zugenommen hat im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr der Pro-Kopf-Konsum, welcher von 21,9 Kilogramm auf erfreuliche 23,1 Kilogramm angestiegen ist. Und es wurde auch deutlich mehr Schweizer Käse produziert. Das heißt, insgesamt 202.848 Tonnen oder 4,4% mehr als im Jahr 2019. Unser Fazit: Mehr hochwertiger Käse wurde produziert und auch exportiert. Viel und sehr günstiger Käse wurde importiert. Die wertmäßige Handelsbilanz hat sich daher trotz dem starken mengenmäßigen Importanstieg auch im Jahr 2020 positiv entwickelt, mit einer Zunahme von 3,3%. Kommen wir zu den Maßnahmen des Basismarketings von SCM in der Schweiz. Hier hat uns Corona überall dort, wo eigentlich der direkte Kundenkontakt am Verkaufspunkt im Zentrum steht, einen groben Strich durch unsere Planung, durch unseren Kommunikationsmix gemacht. Keine Publikumsmessen, nur ganz wenige und sehr eingeschränkte Schweizer Käse-Roadshows bei Coop und bei Migros und keine Swiss Cheese Awards, kein Käsefest im Val de Bagne. Gefragt waren Flexibilität und Kreativität. Als sicherer Wert erwies sich einmal mehr unsere bewährte Basiskampagne «Unser Schweizer Käse», weil alles drin ist, was uns ausmacht. Die Spots, die Filme, die Social-Media-Beiträge zu den Kernwerten von Schweizer Käse, die wurden im 2020 noch stärker als ursprünglich geplant eingesetzt. In der Schweiz, aber auch in individuell adaptierter Form in Frankreich, in Spanien, Italien und Benelux. Insbesondere im digitalen Bereich wurden die Aktivitäten im zweiten Halbjahr überall deutlich gesteigert. Und auch das Thema Nachhaltigkeit, das beschäftigt uns. Ich schließe da an, was Stefan Arnold gesagt hat. Wir werden auch in Zukunft dem Thema Nachhaltigkeit noch viel mehr Gewicht in unserer Kommunikation beimessen. Im Inland, aber dann vor allem auch eben im Export. Promotionen und Treueprogramme, welche den Kauf von Schweizer Käse belohnen, konnten trotz Corona erfreulicherweise größtenteils wie geplant umgesetzt werden. Auch hier kamen ergänzend zu den bewährten analogen Mechanismen verstärkt digitale Elemente zum Zug, wie beispielsweise die Einkaufs-App Bring oder das digitale Treueprogramm Points, welches zu Testzwecken in ausgewählten Käsereien am POS im 2020 eingesetzt wurde. Mit dem Schweizer Käsepass, einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen SCM,
den unterstützten Schaukäsereien und Schweiz Tourismus. Mit dem Schweizer Käsepass landeten wir im Frühling 2020 quasi aus dem Stand, einen sehr großen Erfolg. Schweizerinnen und Schweizer, welche die Ferien pandemiebedingt in der Schweiz verbringen mussten, die wurden dazu animiert, das Käseland Schweiz zu bereisen und die Schaukäsereien zu besuchen. Den Käsepass, den Schweizer Käsepass, werden wir in anderer Form auch in Zukunft weiterführen, respektive beibehalten. Mit einer PR-Kampagne wurde im Herbst in den Titeln der Schweizer Gastronomie die Unbedenklichkeit des Fondue-Genusses kommuniziert. Es war ja kurzfristig nicht mehr klar in dieser pandemiebedingten Hektik, ob man eigentlich überhaupt noch ein Fondue essen darf. Wir haben hier mit dieser PR-Kampagne zu Covid-19 und zum Fondue der Gastronomie eine wertvolle Argumentationshilfe geliefert. Ganz besonders freut es mich, Ihnen heute, eigentlich als Primeur, mitteilen zu dürfen, dass im Herbst 2021, genauer am 20. Oktober um 9.00 Uhr in der Hotelfachschule Zürich im Belvoir Park der erste offizielle Schweizer Käsesommelier mit einer bereits komplett ausgebuchten Klasse starten wird, in guter und enger Zusammenarbeit mit dem Branchenverband Gastro Suisse. In einem ersten Schritt jetzt mal in der Deutschschweiz diesen Herbst und dann ab 2022 ganz sicher auch in der Westschweiz. Die Know-how-Vermittlung, die wird ab sofort ganz generell noch viel stärker ins Zentrum unserer Aktivitäten rücken. So wird aktuell auch die bewährte Käseschule Schweiz komplett neu gedacht und für neue Kommunikationskanäle und neue Zielgruppen umgebaut. Analog und digital, hybrid lautet das aktuelle Zauberwort. Kommen wir zum Export. Der Export von Schweizer Käse blieb mit einer mengenmäßigen Zunahme von plus 1,6% ziemlich unbeeindruckt von der Corona-Pandemie. Wertmäßig betrug die Exportzunahme sogar 3,9%. Der durchschnittliche Exportpreis belief sich auf 9,19 Franken pro Kilogramm Käse. Wie gesagt, Schweizer Käse kann auf eine treue Kundschaft zählen, auch im Ausland. Nicht nur, aber auch dank der konstanten Marketing- und Kommunikationsaktivitäten von SCM. Die typischen Schweizer Werte werden auch im Ausland erkannt und verstanden. Schweizer Käse ist top of mind, dank starker Kommunikationspräsenz und top of heart. Das heißt, auf der ganzen Welt wird Schweizer Käse als sehr sympathisch erachtet. Die Inszenierung der Werte von Schweizer Käse auch und gerade über neue digitale Kanäle funktioniert weltweit. Das Authentische, das Echte, die Emotionen im und rund um den Schweizer Käse, die kommen bei unseren Zielgruppen in sämtlichen Märkten sehr gut an. Von den rund 350 großen Projekten, welche SCM im Jahr 2020 umgesetzt hat, kann ich Ihnen hier nur einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Ich habe mich exemplarisch für drei Beispiele entschieden. Erstens, das Feldmarketing, welches uns in Deutschland, aber auch in anderen Exportmärkten ermöglicht hat, auch und gerade am POS schnell und zweckmäßig auf die pandemiebedingten Probleme zu reagieren und gemeinsam mit dem Handel neue Instrumente wie einen Pre-Pack-Service zu etablieren. Das Käsegeschäft ist und bleibt ein Beziehungsgeschäft. Zweitens, das Ambassadorenprogramm von SCM Benelux, welches die in Belgien stark verbreiteten und wichtigen Fachgeschäfte, die sogenannten Crèmeries, ganz besonders ins Zentrum der landesweiten Kommunikation für Schweizer Käse stellte. Noch einmal, Käsegeschäft ist ein Beziehungsgeschäft. Und drittens, PR-Kooperationen, Blogger-Patenschaften, mittels welcher in den Exportmärkten insbesondere eine jüngere,
eine kaufkräftige Klientel über neue Kanäle sehr erfolgreich für die Vorzüge von Schweizer Käse angesprochen werden kann. Ich komme zum Schluss. SCM ist weltweit in 28 Märkten aktiv und hat im Jahr 2020 mit rund 350 großen Projekten rund 5,2 Milliarden Kontakte erreicht. Die Digitalisierung, neue Wege am POS und an Messen, ein Ausbau des Feldmarketings, die Konsolidierung der SCM-Niederlassungen SCM Nordamerika und SCM Nordics, also Skandinavien, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, sowie die Erschließung neuer Exportmärkte. Das alles steht im Zentrum unserer Bemühungen im Jahr 2021 und in den folgenden Jahren. Dafür, meine Damen und Herren, zählen wir auf Sie und auf Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Martin Spahr, für diese Erläuterungen. Wenn man deinen Worten zugehört hat, dann ist es schon beeindruckend, wenn man feststellt, dass Billigkäse in der Schweiz zugenommen hat. Der Konsum hat zugenommen. 6,31 Franken das Kilo. Gleichzeitig kämpfen wir für Abstimmungen, die noch mehr Grün wollen, noch teure Produktion wollen. Und der Konsument kauft vor allem das mehr, was billiger ist. Beim Fleisch ist übrigens das Gleiche festzustellen. Das geht hin, schon wieder zu denken. Wie lösen wir das? Wir können das grundsätzlich nur lösen durch gute Kommunikation, durch immer wieder Mitteilungen, dass unsere Produkte besser sind, geschmacklich besser sind, dass sie ökologischer produziert sind, dass sie nachhaltiger produziert sind. Und das geht nur mit Marketing. Auf der Preisfront haben wir nie eine Chance. Der Konsument in der Schweiz und im Ausland muss überzeugt sein, dass unsere Milchprodukte, wie gesagt, ich sage es nochmal, besser, ökologischer und nachhaltiger produziert sind. In diesem Sinne nochmal recht herzlichen Dank, Martin, für die Informationen und für Sie, sehr geehrte Delegierten, ein rechtlicher Aufruf, diesen Beiträgen auch zuzustimmen. Und somit leite ich über zu Punkt 7 auf der Traktanenliste, die Weiterführung der Allgemeinverbindlichkeit. Diese zwei Beiträge ins Marketing, einerseits für Swissmilk und für Swiss Cheese Marketing, die werden ja bei unseren Mitgliedern gemäß der Mitgliedschaft erhoben. Aber wir beantragen beim Bund gerne, und das möchten wir auch dieses Jahr tun, die Allgemeinverbindlichkeit, dass diese wenigen Milchproduzenten, die nicht bei SMP und ihren Teilverbänden Mitglied sind, das auch zu bezahlen haben, somit dass die Solidarität flächendeckend in der Schweiz vorhanden ist. Wenn Sie hier Ja stimmen, dann bekräftigen Sie uns dieses Gesuch einzureichen, und somit können wir dann auch das Inkasso entsprechend umsetzen. Also hier bitte ich ebenfalls um eine klare Zustimmung zu diesem Traktandum 7. Und somit kommen wir zu Traktandum 8, zu den Wahlen. Wir haben ja grundsätzlich kein Wahljahr, aber Sie haben es ja vernommen. Thomas Oehen, der Präsident der ZMP, hat sein Amt als ZMP-Präsident niedergelegt, und somit scheidet er auch aus dem SMP-Vorstand aus. Ich komme am Schluss noch gerne auf seine Verdienste zurück, aber die ZMP hat ihren neuen Präsident, Herrn Thomas Grütter aus St. Urban, Sie sehen hier das Foto aufgeschaltet, rechts nominiert als Vertreter und als Ersatz für Thomas Oehen. Thomas Grütter ist diplomierter Meisterlandwirt, bewirtschaftet einen Biobetrieb mit Milchviehhaltung, Ackerbau, Schweinemast, Obstbau und Direktvermarktung. Ergänzt werden all diese Aktivitäten noch mit einem Gastronomiebetrieb, wo er seine Produkte selbst verkaufen und entsprechend verköstigen kann. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Kantonsrat im Kanton Luzern, seinem Engagement im ZMP-Vorstand, ist er ein sehr gut qualifizierter Kandidat für die Nachfolge von Thomas Oehen. Ich beantrage Ihnen zusammen mit meinem Vorstand, Thomas Oehen als neues Vorstandsmitglied zu wählen. Sie haben die Wahl, führen Sie sie richtig aus. Im zweiten Schritt möchten wir diverse Suppleanten, Suppleant ist ja ein zusätzliches Novum im SMP-Vorstand, wenn ein gewähltes Vorstandsmitglied nicht an der Sitzung teilnehmen kann, dann kann er sich durch einen Suppleanten aus dem gleichen Verband vertreten lassen. Und hier haben wir 4 neue Kandidaten,
Sie sehen das ebenfalls aufgeschaltet. Die Bilder sind etwas kleiner. Das wäre für die Haremilch AG Hans-Uli Jungen aus Wimis, Bern. Für die FSFL Yves Nicolet aus Cotton, Fribourg. Für die FDPL im Tessin Laurent Tonalois aus Sant'Antonio. Und für die Bulle René Gutting aus Châteauneuf. Wir empfehlen auch Ihnen, diese vier neuen Suppleanten zu wählen, somit, dass wir auch in Zukunft die Vorstandssitzung immer in Vertretung aller unserer Teilverbände durchführen können. Dann sind Sie zusätzlich aufgefordert, auch die Revisionsstelle neu zu bestätigen. Wir möchten am Bewährten festhalten und empfehlen Ihnen die Revisionsstelle Dr. Rödlisberger AG aus Bayern wieder zu nominieren und somit auch zu wählen. Sie betreut uns schon seit längerer Zeit äußerst kompetent und zu unserer vollen Zufriedenheit. Nicht ganz gratis. Traktandum 9. Das geht es um eine Statutenänderung. Sie haben ja gesehen, dass wir nun das zweite Mal unsere Versammlung schriftlich abhalten müssen. Das ist grundsätzlich in unseren Statuten nicht vorgesehen. Das machen wir in den letzten zwei Jahren jetzt aufgrund der Corona-Verordnung, möchten aber dieses Manko also in unseren Statuten entsprechend ergänzen. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft diese Delegiertenversammlung immer schriftlich abhalten. Das ist erstens nicht in meinem Sinn, zweitens ganz sicher nicht im Sinne der Delegiertenversammlung und ganz sicher auch nicht im Sinn der Geschäftsleitung. Aber man kann ja nie wissen, was die Zukunft noch alles bringt. Wir empfehlen Ihnen, diese Statutenrevision, wie sie vorliegt, entsprechend zu genehmigen, sodass wir auch in Zukunft diese Möglichkeiten hätten, sofern es dann möglich sein müsste. Wenn Sie hier entsprechende Fragen haben, dann können Sie das ungeniert stellen. Wir werden sie am Schluss oder per Chat beantworten. So, und dann sind wir schon am Schluss beim zweitletzten Traktandum angekommen. Ich habe es Ihnen ja vorhin schon gesagt, bei den Wahlen, Thomas Höhn tritt aus dem ZMP-Vorstand zurück und somit auch aus der SMP. Und ich darf klar sagen, er hinterlässt eine große Lücke. Einerseits beim ZMP, aber auch bei uns. Und ich habe jetzt die Ehre, noch ein paar Worte über das Wirken von Thomas Höhn, vor allem bei uns im SMP, zu berichten. Thomas Höhn ist seit 2009 im Vorstand der ZMP aktiv. ZMP ist die zweitgrößte Mitgliedsorganisation der schweizerischen Milchproduzenten. Er hat dort ein großes Kapitel der ZMP-Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. Als er 2012 Präsident wurde, hat er sofort strategisch gewirkt. Damit Sie sehen, wie die Zeit verstrichen ist und was in der Ära Thomas Höhn alles entstanden ist, hier ein paar Eckpunkte aus der ZMP. Der Milchpreis Öhlen ist seit 2012 bis 2021 bei der ZMP praktisch stabil geblieben. Die Mitglieder sind überall in der Schweiz bei ZMP gesunken, und zwar von 3.640 auf 2.957. Das ist weniger als bei anderen Verbänden. Gründe dafür sind wie überall in der Schweiz die mangelnde Wertschöpfung im Bereich Molkereimilch, der generelle Strukturwandel in der Landwirtschaft allgemein und vor allem auch zu Beginn seiner Amtszeit die immer strengeren Stahlbauvorschriften, welche Investitionen nötig oder unmöglich machten und somit nicht mehr zu tragen waren und sich die Produzenten für andere Betriebsrichtungen entschieden haben. Aber als aktive Marktorganisation ist es der ZMP gelungen, ihre Stellung am Markt zu verbessern und die Milchmenge zu steigern. Die eingekaufte Milchmenge bei ZMP ist in seiner Zeit von 443 Millionen auf 498 Millionen Kilo pro Jahr gestiegen. Es ist ihm also gelungen, den Milchpreis im Verhältnis zu anderen Mitgliederorganisationen zu verbessern und Lieferbedingungen so auszulegen, dass er zusätzliche Produzenten gefunden hat. Das hat auch dazu geführt, dass sich die Bilanzsumme der ZMP wesentlich vergrößert hat. Und nicht zuletzt geholfen hat uns sein Engagement bei EMMI. Als Vertreter der Milchproduzenten hat Thomas immer versucht, die Balance zu finden zwischen den Interessen des größten Milchverarbeiters der Schweiz und denjenigen der Milchproduzenten. Die Schweizer Milchproduzenten sind angewiesen
auf gut laufende Milchverarbeitungsunternehmen. Und im Falle der ZMP haben die Produzenten ganz direkt von diesem hervorragenden Geschäftsverlauf profitiert. Als ZMP-Vorstandspräsident saß Thomas natürlich auch im Vorstand der SMP. Zuerst noch kurz unter meinem Vorgänger Peter Feller und dann ab 2013 gemeinsam mit mir. Er hat das auch noch aus nächster Nähe miterlebt, wie die SMP aus der BUM aus und wieder eingetreten ist. Das waren noch turbulente Zeiten. Thomas war immer ein kritischer, aber stets konstruktiver Mitstreiter. Das hat sich nie gescheut, im Vorstand auch heikle Themen anzusprechen und hatte dabei bereits Lösungen im Hinterkopf. Zum Beispiel habe er auch den Anstoß zur Revision des SMP-Vorstandes. Er wollte das Gremium schlanker aufstellen, um schnellere Entscheidungswege hinzubekommen. Das Resultat dieser Diskussion führte zwar zu wesentlichen Änderungen in der Funktionsweise des Vorstandes, aber aus föderalistischen Gründen konnten nicht alle seine Visionen umgesetzt werden. Aber er hat etwas bewirkt und es ist auch gut so. Sie sehen, Thomas ist und war ein Macher. Aktiv vorangetrieben hat Thomas auch die Idee der nachhaltigen Milchproduktion. Nachdem diese Diskussion in der Zentralschweiz aufgewärmt ist und sie nur schwerlich oder nicht umzusetzen war, hat er sich stark für den grünen Teppich eingesetzt. Der SMP-Vorstand beschloss 2018, einen solchen neuen Produktionsstandard zu entwickeln und in Kraft zu setzen. Und am Ende ist daraus der grüne Teppich, Zusammenarbeit mit der BUM entstanden und denke, eines der wichtigsten Projekte der letzten Jahre mit positivem Effekt für die ganze Milchwirtschaft. Und zwar Effekt einerseits preislich, aber auch, wie die Kommunikation in Zukunft über unsere Produktion stattfindet und stattfinden wird. Dieses Beispiel ist für mich symptomatisch für Thomas. Er stößt neue Ideen und Projekte an. Ab und zu ist es am Ende nicht genau das, was seine ursprüngliche Idee war, aber meistens ist daraus etwas Konstruktives und für die Produzenten Positives entstanden. Und sehr oft sind die Umsetzungen halt doch in der Richtung, von Thomas angedacht hat, ausgeführt worden. Thomas, du bist auch eine sehr engagierte Person und sehr gut vernetzt. Da machte ich gegen außen hin und auch wieder angreifbar und es war auch schwer, hin und wieder diese Kommunikation über deine verschiedenen Herausforderungen zu kommentieren und den Leuten beizubringen. Aber etwas kann ich mit gutem Gewissen sagen. Thomas, du warst immer der Vertreter der Produzenten bei EMI und nicht der EMI-Vertreter bei den Produzenten. Das ist doch ein wesentlicher Unterschied. Du hast durch deine Aktivitäten auch ein enormes Netzwerk innerhalb der Landwirtschaft und der kantonalen und nationalen Politik. Das hat dir auch immer erlaubt, Zugang zu namhaften Parlamentariern und Regierungsräten zu finden und ihnen die Realitäten der Milchwirtschaft aufzuzeigen. Danke, Thomas, für deine Arbeit ganz recht herzlich. Ich weiß, dass du die Mitarbeitenden bei dir auf dem Hof, auf deiner Geschäftsstelle und auch bei uns, bei SMP, sehr wertgeschätzt hast. Du hattest immer eine gute Wertschätzung und ein gutes Verhältnis zu deinen Angestellten und unseren Angestellten. Das ist eine Qualität, die ich an dir bewundere. Ich und die gesamte SMP danken dir für dein Engagement, deine kritischen, mahnenden Worten. Wir wussten immer, dein Einsatz ist für die Milch und für die Milchwirtschaft und die war immer vorbildlich. Du bist in ganzem Herzen ein guter und ein zuverlässiger Vertreter der Milchwirtschaft. Ich wünsche dir zusammen mit all meinen Angestellten, dem gesamten Vorstand in Zukunft alles Gute, viel Erholung in deinem mindestens jetzt angedachten Teilruhestand und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Danke. So, an der Versammlung wäre jetzt der Applaus fällig und dann komme ich gleich weiter zum nächsten Punkt. Diese Ehrung ist natürlich hier an der Informationsversammlung nur eine halbe Sache. Erstens kann ich dir jetzt das Geschenk nicht überreichen, was in eine Glocke ist, wie hier abgebildet ist. Zweitens kann ich kein Glas Weiß- oder Rotwein mit dir trinken. Aber da wir dich heute ja nicht hier nach Bern kommen wollten, um das hier so trocken abzuwickeln, habe ich dich ja an die zweitägige Vorstandssitzung eingeladen und werde dann diese Zeremonie dort sehr gerne mit dir in allen Facetten wiederholen. Und zum Schluss
Ich hoffe, dass du in Zukunft etwas mehr Zeit für dich hast und vor allem, dass du die Erinnerungen an die SMP, ZMP und die ganze Milchwirtschaft dich auch in Zukunft begleiten wird. So, das wäre der Punkt Ehrungen. Und dann sehen wir bei Punkt Verschiedenes. Ich habe gesehen, dass im Chat keine Fragen eingegangen sind, die jetzt dringend beantwortet werden müssten oder die nicht persönlich beantwortet werden können. Und danke somit allen Beteiligten für die Vorbereitung. Danke allen Delegierten, dass sie hier zahlreich anwesend waren. Ja, wir haben heute noch diskutiert, heute Morgen, der erste schöne Tag in diesem Vorsommer. Und wir machen Versammlung, aber sind wir etwas schneller auf dem Feld, wenn sie zu Hause sind, als in Bern. Also, Sie sind jetzt aufgefordert, sofern Sie es noch nicht getan haben, alle Informationen nochmals zu Gemüte zu führen. Sie können die Folien auch nach der Versammlung noch einmal auf Video ansehen. Wir stehen auch zukünftig in den nächsten Tagen und auch selbstverständlich das ganze Jahr weiter für Fragen zur Verfügung. Die Geschäftsstelle und wenn sie dort nicht kompetent beantwortet werden, selbstverständlich auch ich. Die Stimmmaterial haben Sie bekommen. Ich bitte euch eindringlich, dies entsprechend auch auszufüllen und meinen Empfehlungen zur Stimmabgabe auch zu folgen. Und das fristgerecht bis zum 4. Juni frühmorgens an die SMP zu senden. Wer das Porto sparen will, der kann den Stimmzettel auch abfotografieren und uns das entsprechende Foto schicken mit dem richtig ausgefüllten Stimmzettel. Das ist dann auch gültig. Am besten machen Sie das jetzt sofort und gehen nachher dann Mittagessen. Wir werden die Stimmzettel unter Anwesenheit des Notars auszählen und Ihnen das Resultat entsprechend übermitteln. Und zum Schluss bitte ich Sie nochmals, nicht nur unser Stimmzettel richtig auszufüllen, sondern auch den vom 13. Juni. Und zwar hier, wie empfohlen, mindestens zweimal Nein zu stimmen und dann auch entsprechend einzuwerfen. Und nehmen Sie die herumliegenden in der Familie auch dann gleich noch mit, nicht, dass noch etwelche verloren gehen. Wir werden auch in Zukunft uns dieser Verantwortung stellen. Wir wissen, dass auch in Zukunft die Milchproduktion eine Herausforderung ist, dass die Anforderung, die das Volk an uns stellt, eine Herausforderung ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich danke den heutigen Referenten und der gesamten Geschäftsstelle für die Vorbereitungen. Danke Gabriele Grüner und Herr Gysi für die Übersetzung. Ich wünsche euch allen einen guten Sommer, jetzt ein endlich etwas schöneres Wetter und freue mich auf ein baldiges, nicht nur virtuelles, sondern auch physisches Wiedersehen. In diesem Sinne schließe ich die heutige Informationsversammlung. Ich wünsche alles Gute, ein Gute. Die Versammlung ist geschlossen.